Ein schönes Pfingstfest wünsche ich Ihnen. Es ist Sonntag, der 15. Mai 2016, 20:30 Uhr. Wie alle 2 Wochen unsere Marktvorbereitung auf die neue Handelswoche. Hier spricht noch Berlin. Jens Scharnowski von Apple Markets. Mir gehören die ersten 2 bis 3 Minuten. Ich darf Ihnen die Proforma-Dinge erzählen. Titel vom Webinar gehört immer dazu. Das ist auch Proforma, Marktvorbereitung. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir legen direkt los. Jochen Schmidt, der Daytrader, wird gleich übernehmen. Zuerst natürlich Risikohinweis. Es geht bei Admiral Markets immer um Forex und CFDs. Das sind Hebelprodukte. Bei allen Hebelprodukten ist es identisch, egal ob Sie Optionsscheine, Hebelzertifikate, Futures oder eben Forex und CFDs betrachten. Der Hebeleffekt multipliziert Gewinne, aber auch Verluste, wenn Sie auf der falschen Seite vom Markt leider sind. Ist deswegen nicht für jeden geeignet. Bevor Sie mit echtem Geld loslegen, machen Sie mit dem Hebeleffekt, dem Trading und Risikomanagement, Stichwort Stop-Loss, über ein Demokonto vertraut und wenn Sie sich dann sicher fühlen, gerne mit einem Echtgeldkonto. Execution Only auf Neudeutsch. Wir werden niemals bei Admiral Markets persönliche Anlageberatung bieten. Wir machen immer nur allgemeine Marktausblicke, allgemeine Informationen. Wir können dabei Ihre persönliche Lage nicht berücksichtigen. Also bitte nicht als Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen missverstehen wollen. Kompletten Warnhinweis können Sie auf unserer Webseite hier über den Link beispielsweise nachlesen, wenn Sie möchten. Damit Sie wissen, wie Jochen Schmidt aussieht, auch hier mal ein Bild eingeblendet. Er ist mit vielen Webinaren, ich glaube 3 Stück die Woche, mit uns vertreten und ab und zu auch mit uns auf einer Messe. Die nächste Messe ist der Börsentag Wien am 18.06., also noch knapp 4 bis 5 Wochen. Wenn Wien für Sie erreichbar ist, Sie sind vielleicht ja auch in Österreich dabei, wir haben ja Österreich, Schweiz und Deutschland und viele weitere Orte, wo Sie uns zuhören vielleicht. Also Börsentag Wien am Samstag. Kommen Sie vorbei, der Eintritt ist frei. Über die börsentag.at-Webseite müssten Sie sich für den kostenlosen Eintritt einmal kurz registrieren und dann können Sie Jochen Schmidt an meinem interessanten Vortrag zu Indizes live erleben, wenn Sie möchten. Reden ist Gold. Auf den Messen reden wir oder natürlich in den Webinaren. Über 10 Stück gibt es die Woche. Hier ist auch der Link eingeblendet, falls Sie die anderen noch nicht kennen, dass Sie sich zu allen kostenlosen Webinaren von Admiral Markets gerne einmal anmelden können. Und wenn Sie noch einen Broker suchen, natürlich gibt es viele, viele Vorteile, Forex und CFDs bei uns zu traden, zum Beispiel unser Bestseller DAX 30 CFD von 8 bis 22 Uhr, verlässlicher Spread von einem Punkt typisch. Viele Wettbewerber, vergleichen Sie gerne mal, sagen ab einem Punkt oder typisch ein Punkt, was dann aber auch immer 2, 3, 4 Punkte sein kann, alles ab 1. Sie werden verstehen, was ich meine, also da mal genauer hinschauen, bei uns wirklich verlässlich ein Punkt. Das Ganze ohne Requotes, ohne Stop-Mindestabstände, ohne Mindesthaltedauer, abgesichert mit der Negative Balance Protection Policy vor extremen Ereignissen. Lesen Sie es auf der Webseite nach, wenn Sie möchten, oder kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir sind natürlich auch per Telefon oder per E-Mail für Sie erreichbar. Morgen nicht, morgen ist noch Pfingstmontag in Deutschland, aber ab Dienstag um 9 Uhr ist der Kundenservice für Sie wieder erreichbar. Da morgen Pfingstmontag ist, weise ich Sie auch nochmal darauf hin, wir haben es auf der Webseite, aber auch per Newsletter an unsere Kunden verschickt, DAX und Eurostoxx wird am Montag nicht gehandelt, aufgrund der Pfingstfeiertage, da geht es dann los wieder am Dienstag, wie Sie es auf der Webseite genauer nachlesen können, wenn Sie denn möchten. Und noch weitere Neuigkeiten rund um den DAX, jedenfalls zum Guten Morgen DAX-Index. 3 Wochen lang wird unser bekannter Daytrader Dirk Wojcicki den wohlverdienten Urlaub nehmen und da haben wir einen tollen Vertreter, der High-Speed-Trader von dem Haus Gottmuth-Trader wohl bekannt, Heiko Behrendt. Wenn Sie also Heiko Behrendt-Fan sind, Mittwoch, Freitag und danach die nächsten 2 Wochen Montag, Mittwoch, Freitag um 8.30 Uhr Guten Morgen DAX-Index. Melden Sie sich gerne an, alles über die Website von Admiral Markets, wenn Sie möchten. Genug jetzt aber von mir mit den Proforma-Dingen. Ich sage jetzt auch schönen guten Abend, lieber Jochen, schöne Pfingsten, schön, dass du auch am Pfingsten Zeit für uns hast. Und wir starten mit einem Blick auf den Markt. Du hast das Wort, du hast den Bildschirm. Ja, hallo Jens, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader. Herzlich willkommen, Marktanalyse-Webinar am Pfingsten. Kein Feiertag kann mich abhalten, für Sie zu arbeiten. Nein, ich freue mich drauf. Hat sich ja einiges getan in der vergangenen Handelswoche und zwar heftige Bewegungen, die auch im letzten Webinar hatte ich ja so eine kleine Umfrage gestartet, wie es den Leuten gerade so ergeht, die gerne den DAX handeln oder andere Märkte. Und es ist schon heftig, ja, welche Bewegungen am Gehen sind, vor allem diese ja, Schwankungen über die Tageslinien oder Tagesöffnungslinien hinaus, dass ein Markt komplett die Bewegungen, die er hinlegt, wieder revidiert. Und ich weiß aus eigener Erfahrung in meinen Anfängen, das sind so schlimme, schlimme Tage, weil die Gewinne gehen wieder weg, die man hat, ja, oder man liegt komplett falsch, nimmt die Stops weg und kriegt richtig eins zwischen die Ohren. Aber beginnen wir mit der Analyse, gerade vom DAX. Ich wechsle hier nochmal kurz die Farbe
von meinem Zeichenstift. Jo, so müsste es gehen. Ja, ich habe jetzt hier den DAX-Tageschart und wir erkennen es also rein aus der Markttechnik. Für diejenigen, die neu dabei sind, ich analysiere den Markt also rein über die Markttechnik oder anders gesagt, rein über das Angebots-Nachfrage-Verhalten der Marktteilnehmer. Fundamentale Dinge fließen bei meiner Analyse nicht ein. Also ich richte mich rein danach, was denn der Preis gemacht hat. Und ich mache auch keine Prognosen. Ich sage es extra dazu, ich lehne das komplett ab, ja, also auch in meinem privaten Handel. Ich mache keine Prognosen, ich beiße mich nie an einer Meinung fest, die ich mir bilde, sondern wir analysieren die Märkte und besprechen, was man tun kann, wo man vielleicht die Finger weglassen sollte, wo es Probleme gibt und wo gute Chancen sind, wenn wir sie finden. Okay, also DAX hier, ein Aufwärtstrend können wir sehen, der in die Korrektur geht, wieder ansteigt, keine neuen Hochs macht, auch nicht weiterläuft, und stattdessen in kräftigen Schwankungen wieder nach unten abgetragen wird. Und die meisten Analysen beginnen so, und ich sage immer mal wieder, ja, so kann man es machen, allerdings ein versierter markttechnischer Trader würde mit diesem Chart nicht arbeiten, sondern er würde mit diesem arbeiten. Und hier erklärt sich dann auch einiges, wenn man jetzt vom Trendaufbau ausgeht, wenn man auch mit den Trendgrößen arbeitet, dass wir hier einen Abwärtstrend im DAX drin haben, seit langer Zeit schon. Also man beachte die Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs, die ist einfach da. Und was hier hochkommt als Aufwärtstrend, ist nur die Korrektur dieses Abwärtstrendes. So, natürlich ist das schön, den kann man auch handeln, ja, diesen Aufwärtstrend. Was hier runterkommt, ist die Korrektur des Aufwärtstrendes, müsst wieder steigen. Und Achtung, wir haben einen Abwärtstrend übergeordnet und deswegen verwundert es nichts, dass immer wieder ganz kräftige Verwerfungen im Markt stattfinden. Großes Thema in meinem Seminar Loa Main, 29. Oktober bis 1. November. Wo sind Stellen, ja, wo man mehr oder weniger damit rechnen kann, dass das unangenehm wird. Also was kann man machen? Ich sage es ganz offen, hier drin, ja, ist es wirklich im Moment am Gehen, ob der Markt es schafft, kleinen Moment, ich gehe etwas näher ran, ob der Markt es schafft, für die technischen Analysten mal wieder, ne, von hier oben, vielleicht nach unten durchzulaufen, dann hätten wir hier so eine Art Schulterkopf-Schulterformation. Ich halte nichts von dieser Bezeichnung, ihr wisst, sondern ich gehe halt über den Trendwechsel, ob es ein gegensätzlicher Trend ist, ob der in einer Deutlichkeit dann so ausgebildet wäre, dass ich jetzt großartig short gehe, möchte ich bezweifeln. Aber was hier in der Luft liegt, ist, dass wir vielleicht, wenn der Tiefbereich bei der 9.700 um den Dreh, wenn der wirklich unterschritten werden würde, hätten wir hier definitiv erstmal einen Abwärtstrend drin. Und der könnte durchaus Potenzial entwickeln, bis zur 9.500 runterzugehen, ja. Das wäre die Geschichte, wenn man vom Short-Szenario ausgeht. Für Long gehen, man sieht es hier, einige nutzen einfach dieses letzte Tief als Stützung, ja, um wieder in den bestehenden Aufwärtstrend reinzukaufen. Wäre eine Idee, und die prüfen wir mal kurz ab, ob es denn Signale gibt. Also im Marktanalyse-Webinar gehe ich nicht unter eine Stunde, deswegen der Stundenchart soll uns dafür dienen, ob wir denn Signale entdecken oder ob das beobachtungswert ist. Und hier sehen wir diese harten Schwankungen, ne? Also echter Hammer hier. Zack, Abwärtstrend. So, der Untergeordnete ist gebrochen, der Übergeordnete ist intakt. Was hier hochlief und runterkommt, kann alles Mögliche werden. Das kann weiterrutschen als Abwärtstrendbewegung, das kann hochgehen und würde erst bei Überschreitung der 9.900, 9.980, würde es einen Aufwärtstrend geben. Ja? Also im Moment, wir sind trendlos. Wenn man es so betrachtet, sind wir trendlos. Und deswegen meine Empfehlungen, Sie ganz einfach abwarten. Da der Montag ein Feiertag ist, der DAX geschlossen hat, kann es natürlich sein, am Dienstag wird vielleicht das eine oder andere Szenario, von dem wir gesprochen haben, gerade eben per Lücke vorweggenommen. Ja. Also abwarten, schön abwarten, ob ein Trend zu erkennen ist. Und erst dann würde ich in dem Markt beginnen zu handeln. Jens, zurück zu dir. Ja, wir machen die Webinare für Sie, falls Sie es erstmal heute dabei sind. Anders als bei vielen anderen, Sie können sich aktiv, interaktiv an den Webinaren beteiligen. Wenn Sie Fragen an den Daytrader Jochen Schmidt haben, wenn Sie Wunschmärkte haben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, genaue Daten bekommen möchten, bitte mit Ihrer Tastatur jetzt in diesem Question-Chat, Frage- und Antwortbereich, wenn Sie live dabei sind und nicht auf YouTube das Video anhören, jetzt live Ihre Frage, Ihr Anliegen schreiben. Und wenn es für alle ein Thema ist, lesen wir es laut vor und Sie kriegen live im Webinar die Antwort. Und weil ich es erwähnt habe, in fast jedem Webinar wird es gefragt, obwohl ich es auch immer erwähne, ja, wir zeichnen Webinare auf. Wenig später, wenige Stunden später sind Sie dann auf unserem YouTube-Kanal. youtube.com/admiremarkets.de ist die Adresse. Wenn Sie aber bei YouTube einfach admiremarkets mal suchen, googeln in Anführungszeichen bei YouTube, werden Sie es auch finden. Der erste Wunschmarkt ist brennt. Wow, wie weit geht es noch hoch, fragt ein Teilnehmer.
brennt. Okay, gerne, ja. Und wie schon gesagt, stellen Sie ruhig Ihre Fragen. Ich freue mich ja immer sehr über Fachfragen oder auch psychologische Fragen oder Problemstellungen, die wir private Trader einfach haben. Ja, auf dem Weg zur Entwicklung zu einem professionellen Trader freue ich mich immer her damit. Wenn ich es beantworten kann, beantworte ich es gerne. Wenn ich es nicht kann, sage ich es auch ganz offen. Okay, wir sind hier im Brand. Auch hier mal kurz das große Bild, das ganz große Bild mache ich ja immer gern, ne? Und wir haben den Markt des Öfteren ja besprochen. Also wir haben hier definitiv einen Abwärtstrend drin, einen großen. Seht ihr den untergeordneten, die historischen Tiefs, das heißt historische Tiefs, also ganz große Tiefs wurden hier gerissen. Was also hochkommt, ist nur eine Korrektur, mal wieder, ja, wenn man es auf dieser Trendgröße anschaut. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wenn auch der Markt weiter steigt, irgendwann vielleicht doch nochmal Abwärtsbewegungen reinkommen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass solche Abwärtsbewegungen kommen, wird immer größer, je weiter der ansteigt. Also die alte Regel, man versucht nicht teuer zu kaufen, sondern möglichst günstig zu kaufen. Übrigens im umgekehrten Fall das Gleiche. Und deswegen nur als Warnhinweis, ja, dass immer wieder Abverkäufe kommen können an dieser Stelle, sollte einem nicht verwundern, wenn man halbwegs mit dem Trend umgehen kann. Auf dem Tageschart direkt zurück. Hier sehen wir das große Bild, ne, der Abwärtstrend hier runter. So, schöner Aufwärtstrend. Nochmal nur die Korrektur, ja. Zieht sich hoch in dieses genannte Level, hier in diesem Bereich, ist nie punktgenau zu sehen, es sind immer Bereiche, meine sehr verehrten Damen und Herren, so Hoch- und Tiefbereich oder Widerstände, Stützungen. So, und wir erkennen, dieser, ich sage jetzt mal untergeordnete Aufwärtstrend, setzt sich fort, steht direkt am zukünftigen Punkt 2, wenn es überschritten oder wenn er überschritten wird. So, das ist das Problem, wir sind direkt am Hochbereich. Im letzten Live-Trading-Webinar habe ich hier so eine Art kleinen Ausbruchstrade versucht, der lief ganz gut an. Konnten Teile der Gewinne auch nehmen, wurden dann ausgestoppt und der Markt ging erstmal wieder runter. Also an der Stelle einzusteigen ist, ich sage es immer wieder dazu, grenzwertig. Hat man Glück, geht das Ding durch, ja, macht den Trend einfach weiter, ist so die Bilderbuchgeschichte, die aber, ich glaube, von 10 Trades vielleicht ein- oder zweimal passiert. Meistens passiert das, dass erst nochmal korrigiert wird und der Markt dann weiterzieht. Ich würde diesen Aufwärtstrend ebenfalls für mich nehmen, also in die Long-Richtung, solange das Tief hier unten bei der, Moment, bei der 43,50 um den Dreh, solange das nicht unterschritten wird, bleibt dieser Aufwärtstrend intakt. Und wenn auch Zwischenkorrekturen reinkommen, wie hier es angemalt ist, würde ich gucken, ob ich nicht untergeordnete Signale finde, um entsprechend mit nach oben gehen zu können. Für Short gibt es keine Signale im Moment. Also es gibt keinen Abwärtstrend, es gibt noch nicht mal einen Trendbruch. Wer Short gehen will, weil er sagt, ich bin hier direkt in einem Hochbereich, oft genug, ne, kracht der Markt manchmal dann auch zusammen, vor allem wenn übergeordnet noch ein Abwärtstrend am Gehen ist, kann man machen, man muss aber wissen, was man tut, vor allem was das Risiko angeht. Also Short würde ich jetzt nicht unbedingt gehen wollen, aber wenn es einer wirklich macht, er muss hier sein Risiko begrenzen. Entweder ganz nah, spätestens hier oder hier. Ja. Ich würde es nicht machen, eher die Long-Richtung. Auch hier prüfe ich ganz kurz auf dem Stundenchart runter, wie es denn aussieht. Und eigentlich sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Man sieht sehr, sehr steiler Anstieg. Ne? So Hammerkorrektur runter und geht wieder hoch. Geht wieder hoch, wird wieder abverkauft. Und jetzt wird es noch schwankender. Aber noch ist das hier ein Aufwärtstrend. Ja? Also nochmal, wer long gehen will, an der Stelle, ich würde es mir nicht antun. Auf der anderen Seite, wer mit dem Risiko leben kann, dass er sagt, hey komm, ich gehe hier long rein, lege einen Stop hier hin oder dahin. Und wenn der durchzieht, schön, ne? Dann zieht sich ja der Aufwärtstrend fort. Macht definitiv nichts falsch, ja. Er muss halt damit leben können, falls er da wirklich nach unten durchrutscht, dass dann wahrscheinlich die Tiefzone und die da auch wahrscheinlich gerissen werden, ja. Aber nochmal, long ist alles intakt, man kann gucken, ob man hier nicht versucht, mit nach oben zu gehen. Ganz kurz noch, sorry, wenn die Tiefs unterschritten werden hier, ja, ist klar, dann ist der Aufwärtstrend, der sich verschachtelt, der wäre in diesem Moment erstmal kaputt. Ja, da würde ich also nicht mehr long gehen, sondern eher abwarten. Ja. Aber bis solange das nicht passiert, würde ich auch gucken, in die Long-Richtung zu gehen. Wohlwissend, ja, dass ich in den Deckel hinein handle und das sehr undankbar sein kann. Ich würde schönere Signale suchen, aber wenn ich den Markt handeln würde, dann long. So, jetzt bin ich fertig. Zurück zu dir, Jens. Eine allgemeine Frage an dich von unseren Teilnehmern. Hallo, wann sprechen Sie von übergeordneten Trend und wann von untergeordneten Trend? Ja, schwer zu erklären. Schwer zu erklären in drei Sätzen. Prinzipiell ist es so,
Aus der technischen Analyse gibt es ja auch die Trendformation, wo man sagt, es gibt den primären Trend, den sekundären und den tertiären Trend. Da würde ich diejenigen bitten, mal nachzulesen. Das würde den Rahmen hier sprengen. Auch wenn man es markttechnisch herleitet, geht also jetzt nicht rein über die optische Ausformung, sondern gibt es bestimmtes Hintergrundwissen, was auch dazu muss, damit man das entsprechend einordnen und unterscheiden kann. Ja. Aber auf den ersten Blick kann er sich ja einfach mal an den deutlichen Hochs und Tiefs orientieren. Ja. So kriegt das ja dann halbwegs hin. Also sorry, reicht die Zeit einfach nicht und das Vorwissen kenne ich jetzt auch nicht von demjenigen, der fragt. Sorry, zurück zu dir, Jens. Noch eine allgemeine Frage in der ähnlichen Richtung. Gibt es eine Möglichkeit, fragt ein Teilnehmer, bereits im Voraus zu erkennen, dass sich ein neuer Trend bildet? Nein, also sicher gibt es die nicht. Ja. Also so gesehen, nein. Das Trading ist ja immer eine Frage des Risikos. Man kann selbstverständlich auf bestimmte Konstellationen, Marktausformungen und natürlich auch einer guten Portion Erfahrung oft genug gute Stellen finden, wo es sich lohnt, auf die Entstehung eines Trends zu spekulieren, der noch gar nicht da ist. Allerdings meine Erfahrung nach über 10 Jahren Trading ist die, die besten Trades mache ich in der Regel, wenn ein Trend schon da ist. Also wenn ich vorgreifend handle, ab und zu mache ich das auch, muss ich damit leben können, dass das auch schief geht und zwar mehrfach hintereinander. Ja. Also nochmal, es gibt nicht den Heiligen Gral oder die Aussage so und so muss aussehen und dann macht der Markt genau das und das. Das gibt es so nicht. Auch wenn viele damit werben und sagen, was weiß ich, komme in mein Webinar oder kauf mein Buch, da schreibe ich, wie es auszusehen hat. Man muss wirklich sagen, Trading ist immer das Arbeiten mit dem Risiko, egal, sag ich mal, welcher Technik man anheim ist. Und bestes Beispiel, zum Beispiel dieser Aufwärtstrend hier, ja, kann aber sein, auch wenn die Korrektur vorbei ist. Also irgendwann muss man ja versuchen, wieder in den Trend reinzukommen. Und da weiß man einfach nicht, wann die Korrektur definitiv vorbei ist. Und deswegen hat man auch mehr Fail-Trades, wenn man versucht, aus der Korrektur in den Trend reinzukommen. Und so ist es auch, wenn man versucht, zum Beispiel einen Trend, stellt euch mal das jetzt hier nicht mehr vor, ja, tut das mal weg. So. Wenn das so aussieht, ist es immer noch ein intakter Abwärtstrend. Ja. Also man kann es nicht wissen, dass der dann wirklich hier durchzieht. Und deswegen muss das Risiko begrenzt werden, entweder hier oder hier. Und wenn der nochmal runtergekommen wäre, zuckt man da nicht mal mit der Wimper. Weil man weiß in dem Moment, man handelt vorgreifend und das bedeutet, dass man ein höheres Risiko von Verlusten hat. Mit denen muss man umgehen können und dann klappt es auch. Okay, zurück zu dir, Jens. Der nächste Wunschmarkt unserer Teilnehmer ist Gold. Ja, sehr gern. Ja, auch ein hammerharter Markt, ja, muss man wirklich sagen. Und wir haben es ja öfters schon durchgesprochen, aber ich werde nicht müde, es immer wieder erneut herzuleiten. Also Wahnsinnsabwärtstrend hier, hat auch lang gedauert, ja, bis der endlich in den Markt kam. Wenn man mal jetzt echt zurückblickt hier, hat also ewig gedauert. Man merke sich, wer am Trading interessiert ist, wer Charts mag, wer gerne Charts liest und ein gutes Gedächtnis hat, man merke sich diese Ausdehnungen, ja, und was danach nochmal passieren kann. So mancher Markt verhält sich gerade ähnlich. Also, Abwärtstrend, voll intakter Abwärtstrend. Was hier weiterläuft, ist ebenfalls ein Abwärtstrend. Wir haben den ja immer wieder besprochen. Es ist übrigens auch sehr interessant, wie auf Facebook gerade überall Leute auftreten, die den Namen Gold oder Silber im Namen tragen. Es ist so klasse. Also die waren übrigens auch immer da an diesen Hochs. Ich muss echt schmunzeln, wie easy es wohl ist, irgendwelche Sachen nachzuplappern und sich als Börsenexperte auszugeben. Sorry jetzt, ich muss das mal loswerden. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Abwärtstrend war ewig und 3 Tage intakt und ist es, wenn ich die ganz deutlichen Hochs und Tiefs nehme, immer noch. Also sprich, der Anstieg, der hochkam, hat einen untergeordneten Trend gebrochen, ja, definitiv, aber den Haupttrend, jetzt, wenn man es so bezeichnen möchte, ist immer noch intakt. Und er ist so lange intakt, solange dieses Hoch knapp über der 1300 Dollar nicht überschritten wurde. Und das ist es nicht. Was wir also sehen auf dieser Trendgröße, ist eigentlich nur eine Bewegung hoch. So. Und was hier gerade läuft, ist eine Korrektur. Ja. Und diese Korrektur kann sehr tief gehen, was mir am allerliebsten wäre, am besten ganz, ganz tief, ja. Und dann könnte man zum Beispiel versuchen, vorgreifend long zu gehen, wäre eine Idee, weil das Risiko dann einfach günstiger ist. Ja. Oder die dümpelt noch eine kurze Zeit weiter. Ja. Also man muss den Markt genau beobachten, weil es liegt in der Luft, dass der vielleicht hier rüberkommt. Das ist schon cool. Man sieht, er hat ja auch nochmal einen Take-Profit hier liegen, an der kleinen Stelle. Ich habe auch einen Long-Trade gemacht hier. So. Wenn das passiert, wäre der Abwärtstrend vorerst mal gebrochen, ja, und es wäre dann schon ein deutliches Signal, auch der Anstieg ist deutlich, viel deutlicher wie die anderen Anstiege, die wir hier sehen, ja. Also nochmal, es liegt in der Luft, nur das Problem ist immer, wie kommt man rein, ja.
Und deswegen gucken wir es uns mal aus der Nähe an. Der Tageschart selber zeigt ein typisches Verhalten, wenn es in die Großkampfzone hineinläuft, wenn ein Trend ausgedehnt ist. Ja, man sieht es hier, der Aufwärtstrend ist intakt, er ist sehr, sehr schwankend, er hat heftige Gegenläufe, auch Spikes, die nach unten durchgedrückt werden und dann kommt der Markt wieder. Es ist ein schwieriger Handel, so, aber der Aufwärtstrend ist intakt, seht ihr das? So. Was hier runterkommt, ist im Moment, wie vorhin schon gesagt, nur eine Korrektur. Und hier ist das Interessante, ähnlich wie wir es besprochen hatten, auch in, ich glaube im Live-Trading-Webinar, dass hier eine Stelle ist, bei der 12,70, so um den Dreh, bei der der Markt wieder nach oben drücken könnte. Im Moment haben wir hier definitiv einen Abwärtstrend, nicht so erst rein, ja. So, der versucht sich fortzusetzen, jetzt wird er wieder gekauft. Wir haben im Moment noch keinen aussagekräftigen Aufwärtstrend, der den großen weiterführt. Also Achtung, ja. Wenn der Markt durchzieht, okay, hat man manchmal schlechte Karten, wenn man lange warten möchte, bis gescheite Signale da sind. Oder man muss den Tod sterben, eben long gehen und Stop da drunter legen. Aber solange das Ding hier nicht drüber ist, über die, Moment, ich muss kurz messen. Wir gucken da nochmal auf der Stunde an. Ups. So, jetzt erkenne ich nicht mehr mein Fadenkreuz. Die 12,80 ungefähr. Solange er hier nicht rüber geht und schließt, ist für mich dieser korrektive Abwärtstrend intakt. Das heißt, das Ding kann durchaus nochmal runterkommen. Ich selber würde sehr, sehr gern sehen, ja, dass Gold tiefer kommt. Von dem her gesehen bin ich da ganz entspannt und schaue zu. Und für alle, die unbedingt long gehen wollen, auf der Stunde schauen wir uns mal an, was wir da sehen. Ob wir denn irgendwie einen Aufwärtstrend erkennen, man könnte sagen, ja hier, schau mal, aber der ist gebrochen und hier ist immer noch kein neuer da. Der ist noch nicht da. Also auch wieder trendlose Phase, abwarten. Lasst ihn kommen, wenn er rüberzieht, ihr kriegt eure Punkte. Ihr müsst nur geduldig sein. Ja? Wenn der Markt durchrutscht, geht schlichtweg die Korrektur weiter und dann alle, die dann Short schreien, wenn man mit solchen Geschichten leben kann, ja, dann bitteschön. Also egal welcher Gewinntrade man hat, egal wie man ihn sichert, ja, er ist wieder weg. Typisch im Korrekturhandel, deswegen mein Ding ist es nicht. Ich würde eher auf Long-Signale warten und in aller Ruhe gucken, ob die Korrektur sich da weiter abkämpft und mir ja einen faulen Lenz machen, die anderen Geld verlieren lassen. Und wenn es dann so weit ist und der Markt richtig dreht, wäre ich wieder dabei. Okay, Jens, ich spiele den Ball wieder zurück nach Berlin. Ein Teilnehmer interessiert sich sehr für den Indikator EMA. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist. Wie wichtig ist der EMA 50 in allen Zeiteinheiten? Ist er ein Buy-Sell-Indikator, wie etwa unter 50 gleich Buy und über 50 gleich Sell? Könnte auch ein anderer so wichtig sein? EMA 50, wenn du den nutzt. Also ich sag mal so, wenn er mit EMAs gut zurechtkommt, ja, aber wie er die Frage stellt, merke ich jetzt mit allem Respekt, er ist nicht dort angekommen, wofür ein Indikator eigentlich dient. Ja, die Aussage, wenn es über 50 oder unter 50 ist, das ist eine Aussage, die kann man so einfach nicht stehen lassen, wenn man mit dem Geschäft, sage ich mal, sehr intensiv und professionell umgeht. Ja. Also ein Indikator selber oder der EMA, ich suche ihn gerade hier, der Moment, ich suche mal, ist ja nichts anderes, ein gleitender Durchschnitt, ja. Moment. Und deswegen immer die fieseste Frage, schlechthin, wenn einer einen gleitenden Durchschnitt benutzt, ja, auf welcher Zeiteinheit ist denn jetzt der passende und auf welcher nicht? Ja, da geht es doch schon los. Außerdem muss er ja, sag ich mal, die Einstellungen machen. Ja. Danach fragt er auch und da ist einfach das Problem da bei den Indikatoren. Ich möchte nichts Falsches sagen, ich nutze keine Indikatoren, ja, aus gutem Grund, sondern ich benutze, eigentlich haben wir es genannt, den größten Indikator schlechthin, das ist ja der Chart und da erkenne ich auch ohne, dass ich eine Linie drunter klemmen muss, ob ein Trend intakt ist oder nicht. Ja? Deswegen, ich kann es erschöpfend nicht beantworten, würde aber jetzt doch ganz happy sein, wenn ich diesen EMA finde. Bei Tendenz ganz oben, Moving Average. Moving Average. Alles klar. Hier, ja, hurra, ich hab's. Sorry. Hier haben wir genau das Problem, ne? Die Periodenzahl muss ja schon festgelegt werden. Ich mache mal die 50. Und ich bleibe auf dem Tageschart. Ich hoffe, dass das seiner Frage näher kommt. Moment. Also er schreibt sogar noch einen Wunsch dahinter. Gerne mal auf den Dow Jones mit anwenden als praktisches Beispiel. Wenn wir auf den Dow Jones gehen, Dow Jones und Nasdaq wären sogar die nächsten weiteren Wunschmärkte. Genau, machen wir gern. Aber nochmal, ich arbeite nicht mit Indikatoren, also werde ich auch, sage ich mal, meine Analyse nicht darauf ausrichten. A, bin ich nicht firm damit. B, möchte ich nichts Falsches sagen. Und C, eins weiß ich aber auch. In der EMA funktioniert nur, wenn du einen gescheiten Trend hast.
Aber so, wie der Markt im Dow zum Beispiel aufgebaut ist, würde ich mich wundern, wie man da mit dem EMA arbeiten möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt Leute, die schwören auf die EMAs, ist auch voll in Ordnung, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich selber nutze sie nicht, ja, also kann ich schlecht was dazu sagen, jetzt, wenn man es genau nimmt. Aber hier sieht man zum Beispiel, die EMA-Linie ist ja mehrfach unterschritten worden. Dennoch ist der Trend für mich als Markttechniker intakt. Also hier ist kein Trendbruch drin, ja, wenn ich es so sehe. Und deswegen habe ich irgendwann mal die EMAs weglassen, weil ich mal gesagt habe, ja gut, wenn ich im Trend arbeiten möchte, dann bringt mir das relativ wenig, wenn ich ständig auf den EMA schaue. Und wenn ich es tue, dann sollte der Trendaufbau passend parallel dazu laufen. Okay, dann wird ein Schuh draus. Ja. Also ich hoffe, derjenige ist nicht sauer oder so. Ich bin eben nicht der Indikatoren-Trader, habe aber auch nichts dagegen, wenn man damit zurechtkommt. Aber bitte eine Aussage nicht. Ich kaufe, wenn es über 50 ist und ich verkaufe, wenn es unter 50 ist. Das ist zu einfach und zu kurz gegriffen. Tut mir leid, ich meine es nicht böse, sondern eher besorgt. Ja, er soll sich mal genau darüber Gedanken machen, was er damit eigentlich bezwecken möchte, mit so einer Aussage, für sich selber und sein Konto. In Ordnung. Wir sind beim Dow Jones. Vor 2 Jahren haben wir immer gesagt, als wir angefangen haben, der Jochen Schmidt tradet nackt. Dieser Running Gag fällt mir wieder ein. Also jeder Trader ist anders. Jochen tradet gerne mit dem nackten Chart und andere nehmen die Indikatoren. Jeder muss sein eigenes Ziel. Mhm. Gehen wir zum Dow Jones oder nach dem Stack? Ja. Nee, wenn ich kurz noch was dazu sagen darf, das ist ja immer das Gute an den Webinaren. Ich freue mich ja auch über die Fragen und bitte nie missverstehen. Ja? Also auf meinem Seminar in Lohr am Main ist am ersten Tag, die erste Stunde, sage ich den Leuten schon mal, dass ich überhaupt nichts gegen Indikatoren habe oder auch nichts gegen Fundamentaldatenanalyse. Aber man muss es schon in den richtigen Kontext setzen. Und Punkt ist einfach der, ich frage mich halt, warum einer ein EMA nimmt, wenn er doch den Preisverlauf erkennen kann. Der EMA ist doch nur eine Glättung des Trendaufbaus. Also wenn ich die geglättete Version dieses Gebildes angucken muss, um dann zu sagen, oh, ist ein Trend da oder nicht, oder jetzt verkaufe ich oder verkaufe ich, dann ist das eigentlich, wenn man es genau nimmt, wie wenn ich Minus und Minus nehme und ich wundere, dass dabei Plus dabei herauskommt, bei der Multiplikation. Und das sind so Geschichten, wo ich einfach mal darauf hinweisen will. Aber zurück zum Dow Jones und bitte mit der Markttechnik, ohne Indikatoren. Ich möchte nur mit Dingen arbeiten, bei denen ich mich auskenne. Und da bin ich auch um Verständnis. Keine Wertung, nochmal, ja? Bitte, es ist keine Wertung. Also, wir haben einen Aufwärtstrend gehabt, lange Zeit, sehr, sehr lange Zeit. Und was wir hier erkennen, ist nicht das erste Mal, dass wenn weit gelaufene Trends, sage ich mal, müde werden, ja, dass es auch harte Korrekturläufe gibt und dass es auch harte Kaufphasen gibt, die aber nicht über wichtige Levels hinwegkommen. Das ist ein typischer Wechselprozess. Manchmal kann das schief gehen. Meine Anspielung vorhin in Gold, das zielte darauf ab. Ja. Das kann schief gehen. Wenn die Tiefste unten gerissen werden, hätten wir einen riesengroßen Abwärtstrend. Gut, es ist Zukunftsmusik. Aber was wir halt im Moment auch nicht haben, ist, dass der große Aufwärtstrend fortgesetzt wird, untergeordnet. Aber hier haben wir einen. Und das ist, sage ich mal, auch wieder eine Definitionsfrage. Viele Trader, auch Markttechniker sagen, nee, ein Trend muss so aussehen. Er muss deutlich über seinen Punkt 2, über sein Hoch oder Widerstand hinweggelaufen sein. Dann ist es ein beachtungswürdiger Trend. Ja? Wenn ein Trend so aussieht, dann ist das nichts Gescheites. Und das könnte man hier dann zum Beispiel auch so sehen. Ja? Also es gibt auch da verschiedene Möglichkeiten, wie man es definiert und sehen möchte. Was hier allerdings auffällt, ist wirklich, wir haben rein der Definition nach höheres Hoch, höhere Tiefs. Wir sind ein Hoch, ganz in der Nähe. Das ist top. Wenn der hochkommt, können es rumsten im Karton. Okay. Wir haben untergeordnet höhere Hochs und höhere Tiefs. Hier. Und die Kurse stehen exakt an diesem Tiefbereich. Und das kann kritisch werden für alle, die long gegangen sind. Ich gehe auch mal auf den Tageschart, um zu erklären, was ich hier meine. Also, noch ist dieser Aufwärtstrend hier intakt. Was hier runterkommt, ist es schon der Trendwechsel, wenn man es so sieht, ja, der eine oder andere könnte sagen, wir haben schon einen Abwärtstrend drin. Für mich wäre allerdings ein Short-Szenario erst dann aussagekräftig, wenn dieser Tiefbereich, das ist ungefähr bei der 17.530, 17.500 bis 17.450 so um den Dreh. Also wenn der Markt wirklich durchrutschen sollte, hätten wir hier einen Abwärtstrend, je nachdem, wie man ihn malen möchte. Und das würde bedeuten, dass wir hier wirklich durchaus Luft hätten bis zur 17.000 runter. Ich bin kein Zukunftsforscher, ihr wisst, kann auch sein, der Markt erreicht überhaupt nicht die 17, sondern rutscht runter und wird sofort wieder gekauft. Achtung, Aufwärtstrend intakt, ja, aber man muss nicht vergessen. Also nicht zu arg schreien, oh, die Crash, die Krise, wie man es jeden Tag jetzt 6 Mal lesen kann, nur wenn die Kurse mal 1.000 Punkte runterrutschen im Dow, das ist doch überhaupt nichts, ja, bei einem Markt, der bei 18.000 steht, ist keine Krise da, deswegen kann es gut passieren, dass das Ding spiked,
eine klassische Bewegungsstelle im markttechnischen Handel, sehr interessant. Ja. Nicht Prognose, sondern Bewegung. Also wenn die Kurse wirklich runterkommen und durchrutschen, gibt es Bewegungen zumindest kurzfristig bis mittelfristig. Wenn der aber dann spiket, wäre das ein typisches Zeichen, dass der Aufwärtstrend noch intakt ist. Ja. Im Moment long zu gehen, ist kritisch, weil die Kurse haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, schon 7 Mal haben die an der Stelle angeklopft. Ja. Und manchmal ist es so, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Deswegen kann es schon sein, der Markt rutscht durch dieses wichtige Level und würde zumindest den Aufwärtstrend hier erstmal brechen oder sogar in diesem Moment ablösen. So, das ist so meine Analyse für diesen Markt. Ich gehe auch hier auf die Stunde runter, schauen wir es uns in Ruhe an. Und da sieht man, dass auf der Stunde zumindest, also wenn das jetzt die Großwetterlage wäre, mit der ich handle, hier ein voll intakter Abwärtstrend am Laufen ist. Richtig ausgehende Bewegung. Wenn hier noch eine kleine Korrektur kommt, die sich dann in diesem Bereich fängt, bei der 17.700 bis 17.800, und dann dreht, das wäre vielleicht nicht schlecht. Achtung, für alle, die jetzt auch angetan sind von dieser Trading-Idee, noch ist das Tief aber nicht unterschritten. Wenn man also so handelt, handelt man direkt in einen Widerstand hinein und da kann es passieren, dass es kräftige Gegenläufe gibt. Ja, das sollte man wissen, wenn man jetzt hier bei Herbst Short gehen will. Ich würde den Markt ebenfalls ganz in Ruhe beobachten, wenn der eröffnet, und schauen, wie der sich verhält, ob da nach unten genügend Druck drin ist. Und in dem Moment, wenn starke Käufe reinkommen, würde ich ebenfalls ganz in Ruhe abwarten, was der Markt genau macht, weil das kann auch hier so weitergehen. Ja. Also schwieriger Markt, harter Markt, aber durchaus mit Chancen, vor allem in diesem Bereich, wenn der unterschritten wird. Wäre so meine Meinung zum Dow. Jens, ich gebe zurück zu dir. Ja, eine Frage kann ich beantworten. Wir haben ja ganz zu Anfang auch nochmal darauf hingewiesen, Pfingstmontag, DAX und Eurostoxx ist geschlossen. Es wurde öfter gefragt von vielen, wie sieht es aus mit Dow Jones und Forex? Die sind geöffnet. Also wenn Sie Rohstoffe wie Gold, Silber, Brent, WTI oder halt die US-Indizes handeln möchten oder auf Forex, das ist am Montag geöffnet. Nur DAX und Eurostoxx wären geschlossen. Danke für diese Frage. Eine allgemeine Frage an dich, eine Frage zu Ihrer Vorgehensweise, Herr Schmidt. Erster Schritt, Analyse im Tages- und Stundenchart zur Feststellung der Handelsrichtung. Zweiter Schritt, konkreter Einstieg bzw. Suche nach Setups im 1- oder 5-Minuten-Chart. Welche Setups handeln Sie gerne? Also wie ist dein allgemeines Vorgehen? Genau. Danke. Übrigens an der Stelle nochmal ganz kurzen Gruß an den Ilja wegen dem EMA, wegen dem gleitenden Durchschnitt nochmal. Ja, ja, wir haben das falsch gemacht. Ich habe mich auch gewundert, aber wenn man ein Webinar hat und dann was nicht findet, ist man einfach in Panik und ich füge dir einfach den Indikator ein. Nochmal, nicht böse sein. Ich bin nicht der Indikatoren-Trader. Wenn ihr eure Handelslogik gefunden habt, werdet ihr ungern davon abweichen oder neue Sachen reinnehmen. Bei mir ist das Gleiche. Also sorry nochmal. Und zur Frage. Ja, derjenige hat es genau richtig beschrieben. Ich analysiere in der Regel vom Tageschart tiefer gehen. Ich gucke auch gerne den Wochenchart an, ab und zu auch gerne den Monatschart. Man möchte ja wissen, wo große Widerstände und Stützungen liegen. Dann arbeite ich mich runter auf die Stunde. Die Stunde die ist ungefähr so meine Großwetterlage. Also wenn ich einen aussagefähigen Stundentrend habe, in dem Gefüge der Trendgrößen, wenn es dann passt oder übereinstimmt, und ich zusätzlich noch Bewegungsbereiche sehe, dann werde ich aktiv. Und das bedeutet, ich gucke auf den 5-Minuten-Chart in der Regel, ob ich ein schönes Signal habe. Und je nachdem time ich den Einstieg auf der 1 Minute. Das ist so die klassische Vorgehensweise, die ich viele Jahre gemacht habe. Die Märkte sind so dünn geworden manchmal in manchen Bereichen, dass ich in der Zwischenzeit oft das 1-Minuten-Timing manchmal weglasse und rein über den 5-Minuten-Chart gehe und da entsprechend halt dann die Stops auch legen muss. Ja. Das ist so meine Vorgehensweise. Und welche Setups handle ich gerne? Ich glaube, ich habe es gerade erklärt. Am liebsten handle ich einfach Setups in übereinstimmenden Trendlagen, wo eine Bewegungszone direkt vor der Nase ist. Für alle, die es interessiert, Markttechnik richtig verstanden heißt nicht, wo geht der Markt hin, sondern wo entsteht Bewegung. Also gucke ich nach diesen Dingen und ja, das klappt für mich dann ganz gut. Und wenn man es ganz detailliert machen möchte, ich habe natürlich auch, sage ich mal, so Setup-Lagen oder Ausformungen, die sehr erfolgsversprechend sind, was weiß ich, die steigenden Dreiecke aus der technischen Analyse, markttechnisch erklärt, ja, oder bestimmte Formationen, sage ich mal, auch kurz bevor der Trend beginnt zu wechseln. Wie ich schon erklärt habe, ist vorgreifend gehandelt, aber wenn solche Teile dann gut laufen, macht man ein nettes und gutes Geld. Ja. Okay, mehr zu der Antwort zu dieser Frage. Dann bitte zum Wunschmarkt Nasdaq. Okay, gerne. Ah, muss ich laden. Ich dachte, den hätte ich noch. Okay. Da ist es. Und
Ich mache nochmal vorgreifend eine Fragenbeantwortung. Jemand fragt, inwieweit ich die psychologische Komponente oder die Psychologie oder den psychologischen Aspekt beachte oder trade und ob das oder wie ich das für wichtig halte. Und ich sage ganz offen, wenn man mehrere Jahre mit dem Job verbracht hat, ist die technische Seite nicht mehr interessant. Die ist relativ schnell zu begreifen. Und deswegen ist die Psyche das A und O. Und zwar nicht in dem Sinn, dass wenn einer jetzt Verluste hat, dass der psychisch labil sei, überhaupt nicht, sondern es ist das Arbeiten mit sich selber. Das sage ich ja oft auch in den Vorträgen bei Investment and Business Days oder auch Admiral Markets gibt es ja mehrere YouTube-Videos von mir von Vorträgen. Und darum dreht sich eigentlich alles. Psychologische Aspekte oder die psychische Komponente ist das A und O, wo auch die meiste Zeit reinfließt, denke ich, wenn man Trader wird. So, aber zum Nasdaq. Gut, auch hier mal ein Blick aufs ganz große Bild, schadet nie. Ja. Wir erkennen einen ausgedehnten Trend. Wir haben vorhin einen Markt gesehen, der war auch so wahnsinnig ausgedehnt. Wir hatten vorhin einen Markt gesehen, der ebenfalls nach so einer Ausdehnung wahnsinnig schwankte. Merkt ihr was? Nein, ich sage nicht, dass jetzt der Goldmarkt, dass das Nasdaq genauso aussehen muss wie Gold. Aber es ist interessant, wie man manche Ausdehnungen oft genug sieht. Und noch besser wird es, wenn man sie erklären kann. Und zwar nicht im Sinne von, wer hat was genau zu welcher Uhrzeit im Markt gemacht, wie in der Zeitung oder im Fernsehen, sondern rein vom Aufbau des Preisverlaufes. Wir erkennen einen Aufwärtstrend, ewig und drei Tage gelaufen, die erste größere Korrektur, das Krisengeschrei war riesengroß, viele haben das genutzt, haben schön aus der Korrektur wieder den Aufwärtstrend gehandelt, auch der läuft nicht direkt weiter, sondern biegt kurz nach Überschreitung, biegt der nach Süden ab. So. Haben wir einen intakten Trend in den Nasdaq, ja oder nein? Nein, haben wir nicht mehr. Wir haben hier einen Aufwärtstrend, der ist gebrochen durch Tiefpunktunterschreitung. Ich betone jedes Mal dazu, es gibt Trader, auch markttechnische Trader, die sehen das komplett anders. Die sagen, nein, solange der Markt nicht unter so einem Tiefbereich geschlossen hat, ist das auch kein Trendbruch. Und wie man erkennen kann, der Markt schloss nicht, sondern bildete ein Spike oder Longtail oder wie man es oft genug nennt, also ich sage mal Spike dazu, ja, also unterschreitet das Tief und zieht wieder weiter. Dennoch ist für mich der Trend gebrochen. Ich habe so meine Regel entwickelt, dass ich eben sage, wenn das Ding unterschritten wird, dann stimmt was mit dem Trend davor nicht. Da gibt es bestimmte Gründe dafür, deswegen werde ich vorsichtig. Dann lachen alle, wenn dann so ein Ding weiterläuft und ich lache dann auch und sage, ist doch völlig wurscht, ja. Lass den Trend gebrochen sein, ich kann ja dennoch untergeordnet, kann ich ja mitgehen. Nur eins darf mich nicht wundern, wenn halt doch nochmal von oben eins zwischen die Ohren kommt. Und genau danach sieht der Markt aus. Also wir haben einen gebrochenen großen Aufwärtstrend, wir haben einen Wahnsinnsanstieg, wirklich der Hammer, das Teil. Wieder eine Wechselphase. Und was hier runterkommt, könnte die Korrektur zur Fortsetzung sein oder mehr werden. Wir sind genau an der Stelle, wo es am allerundankbarsten ist zu traden. Ganz ehrlich. Gut, es ist ein Wochenchart. Viele werden uns sagen, was hat er denn? Auf dem 5-Minuten-Chart kann man denn noch da traden. Stimmt. Aber dennoch, ich sage extra, die undankbarste Stelle schlechthin. Auch das bedarf eines ganzen Vormittages, um es mal zu erklären, wo es undankbare Stellen gibt. Jetzt sage ich halt einfach nur, wo sie ist, aber nicht, wie man sie herleiten kann. Also, auf der Stunde erkennen wir es. Wir haben einen Abwärtstrend hier. Macht eigentlich ein Long-Signal, ja, Tasse mit Henkel. Könnte sein, dass das Ding kommt. Wenn er hier durchrutscht, gibt es allerdings Bewegung nach Süden, könnte ich mir vorstellen. Und aufgrund der Stelle, an der wir sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass der wieder zurückkommt. Ein absolutes Minenfeld. Hier muss man gut wissen, was man macht. Man kann dann auch, sage ich mal, im kurzfristigen Bereich schnell punkten, aber man muss wirklich schnell sein. Gewinne laufen lassen würde ich hier echt nicht. Ja. So, das wäre also so meine Aussage zu Nasdaq auf gut Deutsch. Es gibt Schöneres, schaut genau hin, wartet, dass der Markt irgendwie, sage ich mal, eine Trendfortsetzung ausbildet oder zumindest mal einen gescheiten Abwärtstrend wieder in den Markt bringt, dann kann man den, sage ich mal, handeln. Aber wenn da 4 Wochen vergehen, dann vergehen halt 4 Wochen. Dafür gibt es Einzelaktien, dafür gibt es die Währungen, dafür gibt es die Rohstoffe. Und das ist immer die Message von mir an euch. Beißt euch nicht in den Markt fest, der, sag ich mal, hart umkämpft ist, wo es schwierig wird. Trader sind keine Helden. Wir machen ein einfaches Geschäft, ja. Und das möchte ich einfach rüberbringen. Also nochmal, ich habe hier überhaupt keine Meinung, was der Markt machen könnte oder wo Bewegungsstellen sind, die halbwegs halten. Muss ich würde ich sagen, hier ist Abwarten angesagt. Wäre meine Meinung. Okay, zurück zu dir, Jens. Dann bitte zum Euro-Dollar. Viele fragen allgemein und ein Teilnehmer fragt zum Euro-Dollar. Beziehungsweise zum Cable auch später. Sollte man bis zum Brexit-Wahl diesen Markt, Cable und Euro-Dollar mit Vorsicht traden? Ja, also prinzipiell, was der Brexit angeht, es ist definitiv nicht zu leugnen, dass vielleicht viel los ist, wenn solche Nachrichten anstehen. Ich habe auch Zeiten erlebt, da war gar nichts los, wenn solche Nachrichten anstehen. Und der Handel in den Forex-Märkten ist generell gefährlich,
auch ganz ohne Brexit. Vor allem dann, sage ich mal, wenn man nicht firm ist mit der Handelslogik und vor allem dann nicht mit dem Money Management. Keine schnippische Antwort jetzt, ich meine, das würde ich freundlich und immer mit dem Augenzwinkern. Also prinzipiell ist so, nur wegen dem Brexit, dass der Markt jetzt gefährlich sein soll oder nicht, das lasse ich so nicht gelten. Ja. Der Markt ist nie gefährlich. Wenn man mit seinem Risiko umgehen kann, ist Daytrading überhaupt kein gefährliches Geschäft. Im Gegenteil, es ist eines der sichersten Geschäfte, die es noch gibt. Nochmal, wenn man damit umgehen kann. Ja. Und dafür braucht es Jahre, das zum psychologischen Aspekt. Nein, aber prinzipiell, man kann jeden Markt handeln, auch wenn keine Nachrichten sind, bewegen sich die Märkte ja überraschenderweise. Und von dem her gesehen ist halt die Frage, was handelt man genau? Was möchte man? Ausbruch, Bewegung, Trend? Das sind so die Grund, sag ich mal, Ausrichtungen. Da muss man dann fit sein, wie man eben vorgeht, auch mit dem Stop-Loss und dem ganzen Zeug. Aber ob da jetzt ein Brexit ansteht oder nicht, also ich sehe da keinen großen Unterschied, bis auf das, wenn höllische Volatilitäten in die Märkte reinkommen, dann kann es dann zerspulen, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man soll den Markt gar nicht traden oder man muss ihn unbedingt traden. Das ist ein ganz normaler Markt, wie jeder andere auch. Und das Einzige, was mich da interessiert, auch am Cable, ist, habe ich einen gescheiten Trend, ja oder nein? Und damit war es auch schon mit der ganzen Kunst und Panik. Ja, habe ich einen gescheiten Trend? Ja oder nein? Habe ich ihn? Wunderbar, handle ich. Habe ich ihn nicht? Gehe ich ins Freibad. Und in der Zeit mache ich schon keine Verluste. Aber zurück zur Analyse. Euro, US-Dollar und natürlich auch danach das Cable, sehr gerne. Und danke für die Frage nochmal. Also, Euro, US-Dollar, was ist das? Bockmist. Auf dem großen Bild, absoluter Bockmist. Ja, so. Untergeordnet, schöner Aufwärtstrend. Ich weiß, es ist jetzt komplett widersprüchlich. Man kann auch diesen Aufwärtstrend handeln. Als Daytrader, ja klar doch. Sogar als Swingtrader kann man ihn handeln. Ja. Dennoch, die Verlaufsform, schaut euch mal das an. Zack runter, bam, hoch, 400 Pips in einem Stück zur Nachricht und dann geht es hier weiter. Tagelang in der Seite, ja, da wirst du glücklich in so einem Ding. Und dann, wenn alle Short gehen, die Anfänger sind, rutscht der Markt nach oben durch, macht höhere Hochs und beginnt jetzt nicht den Trend fortzusetzen, sondern mitten im Anstieg die Sache abzubrechen. Sieht man oft, wenn der Markt so aussieht. Auch auf dem Monats- und Wochenchart. Und das überträgt sich selbstverständlich auch auf die Stunde. So. Also, auf der Stunde selber, wenn wir mal gleich tief gehen, wir haben es schon mal besprochen, idealerweise, hier war der erste Trendfortsetzungsversuch. Seht ihr das? Zack, und wird zusammengeprügelt, rutscht runter, macht den ersten Abwärtstrend. Jetzt geht man schon immer long, ja, oder muss vorsichtig sein. Dann zieht der Markt hoch, direkt an die Kante, wieder versucht, der Großteil der Marktteilnehmer, den Aufwärtstrend zu handeln, und wieder lädt jemand ab. Hier sagte ich im letzten Webinar, lass die Finger raus. So, wieder zieht der Markt hoch und wird richtig zusammengedrückt. Willkommen im Korrekturhandel. Auch hier wieder, ja. Klassisches Marktumfeld, was sehr, sehr schwierig ist, wo man als Anfänger wirklich wissen muss, was man macht. Und das weiß man als Anfänger nicht. Und deswegen versteht man oft genug die Welt nicht mehr. Ich habe in dem Moment im Euro-US-Dollar, sage ich mal, den Aufwärtstrend oder die Fortsetzung des Aufwärtstrendes links liegen lassen. Ich hatte es in einem der Webinare auch angedeutet. Hier ist schon der erste Kaufversuch, ja, der komplett zusammengedrückt wird. Das ist oft ein Alarmsignal. So, als der hier nochmal ansteigt und dann runterkam, habe ich echt gesagt, alles klar, das wird nichts. Also ich hätte mich auch täuschen können, aber ich habe die Entscheidung getroffen, weil viele gehen halt her und sagen, schau mal hier, ne, Schulterkopf-Schultergeschichten wieder, so, dass hier ein Trendwechsel reinkommt, ja, das liegt in der Luft. So, jetzt haben wir hier auch untergeordneten Abwärtstrend drin. Den Abwärtstrend würde ich nicht handeln, solange das Tief ja noch intakt ist. Bei der 1,12 ungefähr. Man kann eben im korrektiven Handel traden, natürlich kann man das machen, man muss aber schnell sein. Große, sage ich mal, Punkte, Differenzen rauszuholen, man kann es im Voraus nicht wissen, würde ich jetzt aber dem Markt gar nicht zutrauen. Ich gehe eher davon aus, dass der vielleicht noch ein bisschen rutscht, aber dann auch wieder Kauf Erfahrungen macht, ja, die, wenn es dann echt übel läuft, nochmal nach unten abgetragen werden. Aber das wichtige Tief hier ist die 1,12. Das sollte halten. Wenn der Markt vorher abdreht und Gegensignale ausbaut, würde ich wieder long gehen, in diesem Bereich bis zur 1,1450. Wenn der Markt drüber kommt, alles klar. Dann könnten wir sogar tolle Bewegungen sehen, weil noch ein großes Hoch weiter links gerissen werden würde. Aber im Moment, nochmal, hier muss man die Ohren anlegen, ja. Wenn ich das so jetzt betrachte und unbedingt traden müsste, würde ich gucken, ob ich nicht Chancen auf der Short-Seite entdecke. Denn hier haben wir einen voll intakten Abwärtstrend, der schön in die Korrektur geht, kann auch ein bisschen höher kommen. Und ich würde im Bereich der 1,1330 so um den Dreh oder 1,13 mal gucken, ob der nicht beginnt, wieder vielleicht in sich zusammenzufallen, sodass dieser Abwärtstrend Short dann mitgehandelt werden könnte und zwar schön aus der Korrektur raus. Falls der Markt einfach durchmacht, ja, nach oben zu,
bitte wundert euch nicht, wir haben es besprochen, ja. Das kann gut passieren, dass der einfach weiterläuft. Und deswegen muss man, wenn man dann short geht in so einem Markt, auch sein Risiko im Griff haben. Dann kann einem auf Dauer nicht viel passieren. Aber hier ist von der Trendgröße ausgehend definitiv short aus der Korrektur. Und ich würde dann gucken, ob ich im Daytrading irgendwelche Abwärtstrendsignale entdecken würde, die ich dann aufnehmen könnte, um diesen Abwärtstrend noch nach unten durchzuhandeln. Und nochmal, falls das nicht so kommt, bin ich sehr schnell aus dem Markt und warte auf neue gute Gelegenheiten. In Ordnung. Zurück zu dir, Jens. Dann das Cable bitte, GBP, US-Dollar. Ja, genau. Hätte ich fast vergessen, mal wieder. Okay, auch hier gucken wir mal aufs ganz große Bild. So. Was hier zu sehen ist, ja, ist eigentlich auch gar nichts. Wir hatten hier vor langer Zeit, hatte ich ja gesagt, ah, wenn der Markt hier rüberkommt, da können Bewegungen entstehen und wir hätten sogar einen Aufwärtstrend, ja. So, wie wir es vorhin auch angesprochen hatten, was diese Definitionen angeht von Trends, geht nur leicht rüber und fällt dann sofort in sich zusammen, bildet einen Abwärtstrend aus, rennt durch eine wichtige Tiefzone hier, große Bewegung, so, und ist im Moment in einer Korrektur. Klassisch an der Stelle beginnt der Markt wieder in den Abwärtstrend hinein zu drehen. Und ich rede jetzt gerade von diesem Abwärtstrend. Ja, hier habe ich gar keinen großen. Ich habe nur den da. Also, die Stelle hier short zu gehen ist ideal, ob Brexit oder nicht, völlig egal. Es geht rein über den Chartaufbau. Auf dem Tageschart erkennen wir allerdings das Problem, denn wir haben untergeordnet einen sehr schönen, naja, Aufwärtstrend, ja, der hier nur in der Korrektur ist und deswegen wieder nach oben steigen könnte. Interessant, aber ähnlich wie beim Euro-US-Dollar, das Ding steigt ein und wird sofort zusammengedrückt und macht sogar ein tieferes Tief. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für alle, die sich fürs Trading interessieren. Die Markttechnik, die Ichimoku-Technik, die Elliott Waves, die Indikatoren, die EMAs, haben oft genug sehr, sehr gute Trefferquoten und Analyseaussagen. Aber der Markt macht, was er will. Das hier ist die perfekte Fortsetzung eines Aufwärtstrendes. Und was passiert? Der Markt tritt einfach nach Süden. Und weil das so ist, müssen wir mit einem Risiko arbeiten und mit einem Stop-Loss, weil es gibt keine Sicherheit. Hier long zu gehen, war absolut richtig. Das einzig Richtige, was man machen kann, dass das Ding nach unten kommt. Ein versierter Trader wird sagen, ja klar, kommt er nach unten, passiert halt. Dafür habe ich einen Stop-Loss, jetzt habe ich einen Verlust-Trade gemacht und warte auf die nächste Gelegenheit. Aber nochmal, ne, ich möchte extra erklären, es gibt keine Sicherheit. Ich sage es deshalb, weil ich hänge den ganzen Tag schon in Facebook rum. Ich bin in vielen Trading-Gruppen und Aktiengruppen und Börsengruppen und was weiß ich nicht allem. Und ich muss wirklich sagen, mein Gott, es herrscht ein Verständnis vor von diesem Geschäft, als ob es irgendwelche Logiken gäbe. Ja? Also ich handle Ichimoku, ich verdiene nur Geld. Völliger Blödsinn. Also ich handle nur die Markttechnik, jetzt bin ich reich geworden. Das stimmt nicht. Der psychologische Aspekt spielt rein und die Zufälligkeit des Marktes. Damit muss man immer rechnen. Lange Rede, kurzer Sinn, was kann man machen? Okay, wir haben hier, ja, eigentlich, wenn man es genau nimmt, Innenstabhandel auf dem Tageschart. Charakteristikum oder Charakteristika von Innenstäben. Wir laufen übers Hoch, fallen in den Bereich hinein, wir rutschen unter die Tiefs und gehen wieder zurück in den Bereich des Außenstabes. Genau danach sieht es aus. Mit viel Glück setzt sich hier die Abwärtsbewegung fort. Ja. Ich wäre allerdings sehr, sehr vorsichtig, hier beherzt short zu gehen, da immer noch ein Aufwärtstrend, sage ich mal, da ist und somit kann es passieren, dass je tiefer die Kurse kommen, umso stärker die Käufer werden. Ja. Man kann hier short gehen, aber man muss wirklich vorsichtig sein. Für long gehen ist im Moment kein Signal da. Ja. Also da würde ich eher abwarten, wie sich der Markt aufbaut nächste Woche, ob es da Signale gibt, um in die Long-Richtung zu traden. Auch hier ganz kurz noch auf die Stunde. Schauen wir es uns an. Ja, auch ein voll intakter Abwärtstrend. Ja, richtig übel hier, das Teil. So, und der ist in der Korrektur, ebenfalls in Innenstäben oder in der Leiste in diesem Fall. So, und hier ganz gut passieren, dass die Sache sich fortsetzt. Ähnlich wie im Euro-US-Dollar, der gleiche Ansatz würde ich hier fahren. Wenn die Preise weiter hochziehen, würde ich sehr, sehr schnell gehen. Aber ansonsten würde ich die Short-Richtung bevorzugen. Ja. Okay, wäre so meine Meinung. Zurück zu dir, Jens. Ja, zwei allgemeine Fragen fasse ich mal zusammen. Kann man diese Vorgehensweise, die Markttechnik, noch als Daytrading bezeichnen? Und die zweite Frage, die ich verbinden möchte, wie lange hältst du einen Trade allgemein, beziehungsweise wie viele Trades gehst du an einem Tag ein? Ja, also an den Fragesteller, es ist so, wir haben ein Marktanalyse-Webinar am Sonntagabend, die Märkte sind geschlossen. Ich kann ja nicht auf einen 5-Minuten-Chart runtergehen, aber die Markttechnik ist das ultimative Werkzeug für das Daytrading schlechthin. Sie kommt ja aus dem Orderbuch, ja, und da bist du ganz nah dran. Die Time-and-Sales-Liste ist
das Knochenmark der Markttechnik. Also wenn es überhaupt etwas gibt, was Daytrading ist, die Markttechnik. Gut, aber lange Rede, kurzer Sinn. Am sonntagabendlichen Analysewebinar kann ich nicht runtergehen auf einen 1-Minuten-Chart. Das macht keinen Sinn. Ja, da haben wir überhaupt keine Anzeige. Das ganz kurz zu dem Thema. Und den Rest der Frage, Jens, könntest du noch mal ganz kurz sagen, weil ich sehe die nicht. Wie viele Trades gehst du am Tag ein, an einem durchschnittlichen Tag, und wie lange hältst du einen Trade durchschnittlich? Ja, genau. Also es ist so, ich habe gute Tage, habe ich 1 bis 3 Trades, so um den Dreh, das sind meine besten Tage. Und ansonsten kann es sein, ich habe mal 20 bis 30. Ja. Ich handle mit einer Haltedauer unter 10 Minuten. Das ist, daher komme ich, das ist eigentlich so mein Hauptgeschäft. Eigentlich, ja, man nennt es Scalp Trading, allerdings in der Zwischenzeit mische ich das auch oft mit längerfristigen Trades, weil ich eben auf längere Zeiten warte auf halbwegs gute Signale. Und wenn ich länger warte, dann kann ich auch länger laufen lassen. Also das ist auch so eine Wechselphase oder Entwicklungsphase, in der ich gerade stecke. Aber in der Regel, ich sage mal so, die besten Tage 2 bis 3 Trades, miese Tage 20 bis 30, meistens sind das keine guten Tage, und ansonsten Haltedauer unter 10 Minuten, aber beim entsprechenden Setup auch mehrere Stunden oder auch ab und zu mal 1-2 Tage. Selten, aber wenn es der Markt hergibt, mache ich das auch. Okay, ja, zurück zu dir, Jens. Der nächste Wunsch macht unser Teilnehmer US-Dollar, japanische Yen, USD, JPY. Mhm. Jawohl, gerne. Und auch hier wieder Blick aufs ganz große Bild, wie ich es ja gerne mache. Ein höllischer Anstieg hier. Und natürlich viele Leute sagen, klar, fundamental begründet, ja, Bank of Japan und so weiter und so fort. Jo, das mag alles stimmen, interessiert aber, sage ich mal, recht wenig, sondern es interessiert nur eines. Wer kauft, wer verkauft, wer ist in der Überzahl? Und an den hänge ich mich ran. Das ist ein klassischer spekulativer, sage ich mal, Ansatz. Und man erkennt, hier ist die Mutter aller Aufwärtstrends extrem steil, hat nicht aufhören wollen zu laufen, obwohl ich in vielen Webinaren rumgeunkt habe und gesagt habe, oh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der noch weitergeht. Und ja, er geht weiter, weil der Markt macht, was er will. Aber was hier überfällig ist, oder war, ist die Korrektur, eine große Korrektur. Und die kommt auch in Form eines Abwärtstrendes daher. So, also auch völlig normal. Alles, was hochgeht, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt wieder runter. Und alles, was runtergeht, kommt auch wieder hoch. Vor allem in Indizes oder Forex-Bereich. Ja, ist eine Frage der Zeit. Aber die andere Frage ist, wie kommt man rein, wie kann man es nutzen? Okay, wir sehen. Ne, hier auf Monatschart auch ein Abwärtstrend, gut ausgebildet, weit in die Bewegung gelaufen, schön in die letzte Korrekturzone rein vom Aufwärtstrend. Und hier kommen die ersten Käufe. Ganz normaler Verlauf. Wir sind in einer Korrektur eines korrektiven Abwärtstrendes. Gut, auf dem Tageschart. Wenn man sich es genau anschaut, idealerweise hier Abwärtstrend perfekt, ja. Und was sich hier anbahnt, könnte die Fortsetzung sein. Sieht so aus, als ob die Korrektur hier beendet ist. Im Moment laufen wir in Innenstäben, sehr unangenehm, ja, das kann übel sein. Aber wenn ich den Markt handeln muss, möchte, will, würde ich short gehen. Das habe ich hier schon getan, bin leider rausgeflogen, ja. Und sage aber extra dazu, die Bewegung von oben nach unten ist weit und ausgedehnt. Wenn man jetzt hier short geht, kann es gut gehen, ja. Also ich würde definitiv versuchen, den Markt von der Short-Seite anzugehen, weil einfach ein intakter Abwärtstrend da ist. Allerdings, wenn der rutscht und kommt, nicht vergessen, ja, weitgelaufenen Trend. Und da kann schon passieren, dass die ersten Wechsel, zum Beispiel wie hier, dass die schon mal reinkommen und so manchen Shorty aus der Bahn schmeißen. Ja. Also auch schön vorsichtig sein, aber das sieht gar nicht schlecht aus, dass der Markt zumindest kurzfristig nochmal nach Süden Fahrt aufnehmen kann. Für Long-Einstiege, wenn doch einer schon sagt, oh, die Bewegung ist weit gelaufen, jetzt muss man aber long gehen, muss ich ehrlich sagen, sehe ich hier keinen aussagefähigen Trend. Das ist eine Frage der Trendgrößen. Wenn ich runtergehe auf den 1-Stunden-Chart, sehe ich tollen Anstieg. Jawohl, hier nochmal der Versuch, einen Trend zu starten. Und jetzt wird es sehr ungemütlich. Aber man sieht, der Markt darf nicht über ein gewisses Level rüber. Hier lädt irgendjemand ab. Und genau die abladen, die interessieren mich. Weil wenn die weitermachen, könnte es hier vielleicht nochmal kräftig nach unten gehen. Ja. Also mein Ansatz für jemanden, der sagt, aber Moment, ich habe doch hier einen Aufwärtstrend, der tief in der Korrektur ist, dann nehme ich den doch long. Sage ich offen, der macht nichts falsch. Wäre absolut auch ein legitimer Ansatz, ja, das zu versuchen. Allerdings richte ich mich eher danach, sage ich mal, nochmal in diese Haupttrendrichtung reinzukommen und würde deswegen an der Stelle jetzt nicht short gehen. Das würde ich nicht machen. Ja. Ich würde erst gucken, ob hier vielleicht nochmal ein Anstieg kommt, der dann dreht. Dann wäre der Einstieg, sage ich mal, da, den ich mir wünschen würde. Boah. Meine Meinung zum US-Dollar japanische. Zurück zu dir, Jens. Dann USD, CAD, US-Dollar, kanadische Dollar, der nächste Wunschmarkt. Ja,
Genau. Sehr interessanter Markt, haben wir auch fast immer auf dem Schirm. Und man beachte hier ja die Geburt des ganz großen Aufwärtstrendes. Super Sache gewesen. So, jetzt kommt hier aber auch eine Höllenkorrektur runter. Die will gar nicht aufhören zu laufen oder wollte überhaupt nicht aufhören zu laufen. Ging jetzt 1, 2, 3 Monate, ja. Hat auch den untergeordneten Trend hier gebrochen. Ja, also der ist gebrochen. So, und es scheint so, als ob die Korrektur beendet ist und der Markt wieder die Richtung nach oben findet. Gar nicht mal so uninteressant, wenn man versucht, aus einer ganz tiefen Korrektur wieder in die Trendrichtung zu gehen. Was mich stört, ist, dass der Trend hier gebrochen ist. Ja. Gut, aber nochmal, damit muss jeder individuell selber zurechtkommen. Was sehr interessant ist an diesem Bild, da habe ich ja ausnahmsweise meine Trendlinie gezeichnet, nicht, weil ich den Trend darüber definiere, ich betone es extra, sondern weil Bewegung entsteht, wenn solche Trendlinien gebrochen werden. Und übrigens auch, wenn die EMAs gebrochen werden, entstehen Bewegungen. Ja. Nur so mal kurz am Rande, ist hochinteressant zu wissen, wie andere Trader traden, weil dann weiß ich, wo die aus dem Markt fliegen. Und an der Stelle bin ich dann dabei. Ja. Früher war ich das Opfer, heute bin ich oft genug auf der anderen Seite. Was hier passieren könnte, ist, dass ein Trendwechsel entsteht. Noch war nicht so weit. Ja. Sieht gut aus, gar nicht schlecht. Für mich sind aber hier die relevanten Korrekturhochs, halt hier ist auch nur eins, ja, ist überschritten, minimalst. Also man könnte jetzt sagen, ist der schon gebrochen, würde ich sagen von mir aus, aber er ist noch nicht abgelöst. Noch ist er es nicht. Wenn die Kurse über das letzte Hoch hier bei der 1,30 ungefähr, wenn die schaffen rüberzukommen, hätten wir einen Aufwärtstrend. Das wäre sehr, sehr interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bewegung reinkommt, wenn die Hochs hier durchbrochen werden. Weil alle, die Short dabei sind, müssen irgendwie ihre Trades sichern. Stop-Losses oder per manuellem Ausstieg. Und wenn der Markt anfängt nach oben zu laufen, müsste dort eine Kettenreaktion passieren, die sehr ertragreich werden kann. Wenn der Markt es nicht schafft, nachhaltig drüber zu gehen, sondern wieder zusammenfällt, sage ich nur willkommen im Korrekturhandel. Wenn der Markt direkt an das Hoch ranläuft und nicht rüberkommt, sage ich willkommen im Korrekturhandel. Also warten, ob er rüberkommt. Und dann auf den kleinen Zeiten halten. Wer viel Zeit hat oder größere Stops verwenden kann, soll einfach warten, dass der wieder in die Korrektur kommt und dann nach oben mitgehen. Klingt alles schön und bilderbuchmäßig, ich weiß. Aber es sind so ungefähr die Gedanken, die ich habe, wenn ich den Markt so anschaue. Der ist definitiv beobachtungswürdig. Also ganz klar, der ist nächste Woche bei mir auf dem Schirm, dieser Markt. Hochinteressant, wenn der wirklich schafft, nach oben durchzugehen. Okay, zurück zu dir, Jens. Eine allgemeine Frage an dich. Setzt Jochen für den Einstieg eine Zielmarke oder steigt er direkt ein, wenn er etwas sieht? Ah, er meint, ob ich mit offenen Aufträgen arbeite, wie Stop-Loss oder Buy-Limits. Also das ist unterschiedlich. In meinen Anfängen habe ich fast immer nur direkt abgefeuert, Market, dann habe ich das ganz, ganz schnell bleiben lassen, habe mehrere Jahre dann mit Buy-Stops, Buy-Limits oder Sell-Stops und Sell-Limits gearbeitet. In der Zwischenzeit arbeite ich auch wiederum nur noch Market. Typischer, sage ich mal, Werdegang bei einem Trader, dieses Zurückkehren an die Market-Orders. Und ich habe im Zielbereich, habe ich verstanden, ob er Abverkaufsziele meint. Habe ich selten. Also Take-Profits habe ich selten drin, außer ich kann nicht vorm Rechner sitzen. Meistens vergesse ich dann, die reinzulegen. Aber in der Regel geht es bei mir halt über den Trendaufbau, wo ich Hauptbereiche definiere, sofern ich vom Rechner sitzen den Trade beobachte. So. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Und der nächste Wunschmarkt ist bunt, bitte. Ja, gerne. Ein Klassiker, der auch nie fehlen darf. Okay, den hatten wir besprochen und das Interessante, also letzte Woche war es, auch so eine super Ausdehnung, ne? So, und das war das Rollen. So, jetzt kommt hier erstmal eine Korrektur, setzt fast punktgenau im letzten Ausbruchspunkt auf. Sehr schön. Der Bund bildet gerne Bilderbuchtrends aus. Ja, also macht hier ist ein typisches Level, wo Käufe in den Markt kommen können. Hier kommen sie auch, sie machen aber kein höheres Hoch. Und gehen wir da runter, machen aber auch kein tieferes Tief. Und ich meine im letzten Webinar, oh, das sieht nach einer Verschachtelung aus. Super. Jetzt kommt das Ding wieder hoch, direkt an den Ausbruchspunkt und geht erstmal wieder runter. Und jetzt kommt er wieder hoch. Also besser kann es ja gar nicht gehen. Also sprich, an der Stelle, wenn die Kurse rüberkommen, wenn sie es schaffen, würde hier ein Trend entstehen, der sich in Richtung des letzten Punktes 2 ausdehnen könnte. Klassischer markttechnischer Ansatz. Schauen wir mal, ob es untergeordnet Signale gibt, dass man da mitmachen kann. Also wir erkennen Aufwärtstrend, super, gute Korrektur, jawohl, untergeordnet auch ein Aufwärtstrend. Es sind überall Aufwärtstrends. Der Markt ist komplett in eine Richtung. Der einzige Wehmutstropfen ist, wir haben hier eine ausgedehnte Bewegung in diesem Bereich. Also idealerweise zieht er leicht, kommt nochmal, und wenn er dann
dann drückt, würde ich definitiv versuchen, Long mit zum letzten Hoch zu gehen. Wäre also der Ansatz, den ich definitiv fahren würde. Lass uns nochmal anschauen hier. Ja, das sieht gut aus. Und natürlich, wenn der Markt es nicht schafft und zusammenrutscht, ja, das kann immer wieder passieren. Deswegen sind wir Trader. Ich würde den Trade wirklich stop-lossen hier bei der 1,6360 um den Dreh. Ich habe eigentlich Bauchweh, wenn ich es angucke, im Hochbereich hereinzuspringen. Ja. Aber nochmal, die Chance ist gut. Und untergeordnet sind auch alle Trends in eine Richtung. Eigentlich ein Signal, was man handeln muss. Allerdings hier nochmal, der Einstieg müsste genauer getimed werden. Oder der müsste sich besser aufbauen. Aber man kann nicht alles haben. Deswegen, wenn der eine oder andere hier long reinspringt, einen Stop hier drunter legt oder gleich hier, wie vorhin besprochen, ja, kann sein, es läuft super gut durch. Und wenn der Markt einfach nach unten drückt, muss man halt rausgehen. Ja. Hat einen ganz normalen Fail-Trade, aber alles richtig gemacht von der Anbahnung und von der Durchführung. Abschließender Satz. Der einzige Punkt, sag ich mal, der etwas stört, ja, ist einfach, die Trends sind alle extrem ausgelutscht. Die müssen deswegen nicht zusammenfallen, ja, aber sie werden manchmal auch sehr unruhig. Lasst euch deswegen, bitte, lasst euch durch den Kopf gehen, wenn ihr tradet und in so Hochbereichen in alten Trends rummacht. Es kann sein, dass manche Signale nicht gut funktionieren und es bringt einen Anfänger manchmal völlig aus dem Konzept. Darauf möchte ich extra hinweisen. Okay, in diesem Sinn, Jens, du bist wieder dran. Ja, die Stunde ist vorbei. Ich wünsche Ihnen dann nochmal ein schönes Pfingstfest heute und morgen auch. Nicht vergessen, morgen sind die Börsen, jedenfalls die deutschen Börsen, geschlossen. Wenn Sie in den USA-Märkten oder den Rohstoff- oder Volksmärkten handeln möchten, die Märkte sind geöffnet. Da aber die deutschen Börsen zu sind, morgen keine Webinare von Admiral Markets. Es geht dann los am Dienstag um Punkt 10. Jeden Tag ein Trade und dann noch um 15 Uhr mit Jochen Schmidt wie jeden Dienstag Markttechnik und Live-Trading bei geöffneten Märkten. Also feiern Sie schön, hoffentlich haben Sie freie Tage und wir hören uns am Dienstag um 10 Uhr wieder, wenn Sie denn möchten. Grüße aus Berlin, Schlusswort vom Jochen. Jawohl, danke Jens für die Co-Moderation und auch an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, für die vielen, vielen Fragen. Es sind zu viele Fragen, ich kann sie nicht alle beantworten. Auch an diejenigen, die dran waren und ich vielleicht ein bisschen flapsig war oder Inkompetenz zeigte bei manchen technischen Bereichen. Trading-Wissen geht nie in die Breite, es geht in die Tiefe. Für die Markttechnik bin ich der richtige Ansprechpartner, denke ich mal. Und ansonsten merke ich an Ihrer Reaktion, dass es Ihnen gefallen hat. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, ja, auch schöne Pfingsten, auch schöner Pfingstmontag. Und schauen wir mal, was am Dienstag los ist, wenn die ganze Welt wieder auf hat, ja, und nicht die Hälfte, sage ich mal, einen Feiertag hat. In diesem Sinn viel Erfolg und wir hören uns am Dienstagnachmittag um 15 Uhr und ich hoffe auf gute Bewegungen, weil das der erste Handelstag dann ist in der neuen Handelswoche. Ihr Jochen Schmidt, ciao.